Fernsehaktion 2024. Wie jedes Jahr machen sich wieder erfreulich viele Sternsingerinnen und Sternsinger auf den Weg, um den Segen zu den Häusern der Menschen zu bringen. Diese größte christliche Jugendaktion aktiviert Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in unzähligen Stunden ihr Engagement einsetzen, um Menschen in Not zu helfen. In diesem Jahr lag das Augenmerk auf Amazonien, das mit seinen Regenwäldern einen unverzichtbaren Beitrag zum Überleben aller Menschen leistet. Da gilt es Ja zu sagen zur Schöpfung. Und dies gelingt mit jedem Cent, der von den Sternsingern gesammelt wird. So brachten die Sternsinger auf ihre Art und Weise zum Ausdruck, was es für sie heißt, Ja zu sagen zur Schöpfung. Wir sind gemeinsam unterwegs, sammeln für andere. Wenn alle Menschen auf der ganzen Welt so denken würden, dann müssten wir uns auch keine Gedanken und Sorgen um den Frieden machen. Aber leider gibt es in unserer Welt viel Trennendes, viel Gegeneinander statt Miteinander. Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Dieser Friede des Herrn sei immer mit euch und mit deinem Geist. Und so neigt sich ein langer und erlebnisreicher Tag dem Ende zu. Natürlich nicht auch ohne die nötige Stärkung, denn das weiß jeder, Sternsingen macht hungrig. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Die Kinder und Jugendlichen waren sehr eifrig unterwegs und sie haben gesammelt. Für die Welt, für die Schöpfung und auch viele gute Erfahrungen für sich. Christus mansionem benedicat. Christus segne dieses Haus. Und er segne alle, die ein- und ausgehen und besonders die, die in seinem Namen unterwegs waren. Herzlichen Dank für alles Engagement und jedes Mittun.
Danke. Danke. Christus segne dieses Haus. Grüne Hose Haus.